Der rückläufige Merkur ist etwas ganz Gefährliches, sagen die Astrologen. Wir leben jetzt in einer gefürchteten Zeit. Das mag wohl stimmen, aber ich werde mit euch die positive Seite von dem Merkur anschauen, von der aktuellen Energie, und wir werden etwas Wundervolles für unseren Körper dabei tun können, denn wir werden diese Schwäche nutzen und in eine Stärke umwandeln. Also, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf dich. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Kardinal und ich habe dieses wundervolle Buch geschrieben. Das ist mein Baby. Und wer sich dafür interessiert, der Link ist unter meinem Video. Ja, und jetzt steigen wir gleich ein in das Thema. Schön, dass du hier bist. Es geht um die aktuelle Zeit, Qualität und wie wir das Beste daraus machen können. Und das werden wir am Ende des Videos mit einer wunderschönen Anleitung zusammen erleben. Aber jetzt möchte ich euch erstmal in das Thema hineinführen. Es geht um die Rückläufigkeit des Merkur und der ist ja aktuell bis zum 2. Oktober noch sehr intensiv. Das heißt also, in dieser Zeit können viele Dinge schieflaufen. Es könnte vieles aus dem Gleichgewicht kommen, gerade auch was mit der Kommunikation zu tun hat. Der Merkur ist ja dann noch einmal, also das vierte Mal in diesem Jahr, auch noch vom 29. Dezember bis 18. Januar auch noch rückläufig. Und da wird dies, was wir heute zusammen tun, seine volle Pracht entfalten können. Denn wir konzentrieren uns auf das Positive. Es gibt eine wundervolle positive Art, die wir, eine Energie, die wir uns holen können. Viele Menschen schauen immer zuerst auf das Negative. Das ist so, ich weiß es, weil wir Menschen wurden darauf konditioniert. Von Anfang der Geburt an werden wir in die Bewertungen hineingebracht und in das Negative bewerten. Deswegen guckt man, wenn der Merkur jetzt rückläufig ist, in erster Linie immer, oh Gott, auf die schlimmen Dinge, die passieren könnten. Natürlich sollt ihr aufpassen und alles vorsichtig und bedacht tun, alles nochmal überlegen und schauen, dass sich keine Unsicherheiten oder auch keine Frustration bei euch einstellen. Man kann alles ein bisschen steuern und selbst beeinflussen mit seiner Liebe, mit seiner Zentriertheit. Die Stärke aber von dieser Rückläufigkeit ist, dass wir Frieden mit der Vergangenheit schließen können und loslassen können. Und diesen Frieden möchte ich jetzt als Energie für unseren Körper, für unsere Zellen nutzen. Und zwar werden wir nachher in einer fantastischen, hochenergetischen Meditation diese Merkurenergie in der Rückläufigkeit für die Verjüngung nutzen. Denn wir werden die Rückläufigkeit nutzen, um zurückzugehen in den Urzustand unserer Zellen, wo sie noch ganz fantastisch jung und kraftvoll waren, und werden uns diese Energien holen und integrieren. Und das geht gerade jetzt in dieser Zeit. Du kannst also im Moment bis zum 2. Oktober immer wieder diese Meditation wiederholen und dann im Dezember nochmal, weil im Dezember wird es in diesem Jahr ja die vierte Rückläufigkeit geben und dann können wir intensiv den Samen, den wir heute setzen, noch einmal mehr ausdehnen. Also, es ist die Chance für uns auch etwas langsamer zu gehen, nicht so sehr durch die Zeit zu hetzen. Der Merkur ist rückläufig, es sieht ja nur so aus, aber er ist einfach rückläufig und bringt uns dann auch vielleicht dazu, mal aufzuatmen und uns ein wenig Zeit für uns zu nehmen. Und das werden wir tun in dieser wundervollen Zellerneuerungsenergie, die uns zur Verfügung gestellt wird. Wir schließen Frieden mit uns selbst, wir stärken uns und überdenken vielleicht auch nochmal unsere Projekte, unser Leben, was haben wir vor, was geschieht gerade, wo stehe ich an dem Platz, wo kann ich für mich was Gutes finden. Und dieses Gute, das sollte in erster Linie
unsere Gesundheit sein, unsere Zellen, die wir stärken können mit Liebe und Licht, die wir aufbauen können, um umso besser durch diese Zeit hindurchzukommen. Denn es geht ja darum, dass es uns gut geht, dass es jedem von uns gut gehen soll, soweit es eben möglich ist, soweit es in unserer Kraft ist. Und es ist möglich. Ihr wisst es, in so vielen Heilsitzungen, die ich mit meinen Klienten mache, bekommen wir diese große Heilung. Ich als Heilmedium habe einen besonderen Zugriff auf die Energien, auf die Seele und kommuniziere bei einer Heilanwendung natürlich auch dann mit der Seele und mit den Körperzellen. Und dadurch stellt sich ein ganz besonderes Gleichgewicht her. Und gerade jetzt ist die Zeit, wo man dies nutzen kann, das Gleichgewicht in deinem Körper ausgleichen, herstellen und stärken. Und auch das werden wir nachher machen. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch seelisch einfach darauf konzentriert, dass ihr selbst das Wichtige für euch seid. Und wir haben ja letzthin auch mit den Kanalmitgliedern eine so wundervolle Reise zu Orion gemacht, um uns dort auch zu unterhalten, um dort eventuell auch neue Heilenergien zu bekommen, eine Kommunikation mit den Sternenwesen. Ich lege euch ans Herz, versucht zu kommunizieren, denn die Rückläufigkeit des Merkurs, die kann zwar die aktuelle Kommunikation stören, aber wenn wir zurückgehen, wo die Kommunikation perfekt war, und das werden wir auch für unsere Zellen nutzen, dann stellen wir ein Gleichgewicht her, dann stellen wir die Ursprünglichkeit her. Und da liegt ganz viel Heilung in diesen Worten, in diesem Tun. Und das wisst ihr. Und wir werden auch ja im großen Orion-Webinar noch auf diese Energien eingehen und die aktuelle Zeitqualität nutzen, denn die ist ja auch noch in dieser Rückläufigkeit des Merkurs. Und das bringt uns die Chance, unseren Körper wieder herzustellen. Es bringt die Chance, einen Prozess jetzt zu beginnen, der jedem Menschen, der dabei ist, auf den Stufen, wo er ist, höher steigen lässt, in seiner eigenen Entwicklung, in seiner körperlichen Entwicklung, in seiner geistigen und seelischen Entwicklung. Und all das bietet uns diese Rückläufigkeit, denn wir gehen zurück zum Ursprung, wo wir noch richtig heil waren. So, und jetzt möchte ich euch auch nicht länger auf die Folter spannen, sondern wir fangen jetzt auch gleich an. Und ich habe hier mein neues Aura-Spray der sieben Schwestern. Ich zeig's euch mal. Das ist eine größere Flasche, da sind 100 Milliliter drin. Und ich liebe es. Am Anfang geht es ein bisschen schwer zum Sprühen. Ich liebe es so sehr. So, jetzt bereitet euch drauf vor. So lasst uns beginnen. Geliebte Menschen, geliebte Menschenfamilie, voller Freude darf ich dich zu der heutigen Botschaft und Meditation einladen. Bereite dich gut auf die Energien dieser hochschwingenden Meditation vor, indem du das Licht der Liebe einatmest. Du bist das, was du bist. Du bist das, was du immer schon warst. Du bist die unendliche Liebe und das Licht des einen Schöpfers. So grüße ich jeden einzelnen von euch und dich persönlich in diesem heiligen Raum und dieser heiligen Zeit des Lichtes. Du bist so sehr geliebt und du bist so wertvoll.
Du bist ein einzigartiger Ausdruck des einen Schöpfers. Und in der ganzen Schöpfung gibt es keinen anderen wie dich. Du bist einzigartig und tief geliebt. Heute werden wir die aktuellen Energien nutzen und unsere Körperzellen mit neuer Energie und Kraft aufladen. Zu lange waren sie in einem Zustand der Hilflosigkeit und Unsicherheit ausgesetzt, bedingt durch die Umstände der aktuellen Zeit. Aber jetzt sind sie bereit, eine neue Infusion von Liebeslicht zu empfangen. Atme tief ein und aus und spüre, wie das Licht der Liebe über deinen Kopf in deinen Körper einfließt. Ein weißer Strahl des Lichtes der Liebe von dem einen Schöpfer fließt zu dir, hüllt dich ein, schützt und trägt dich. Spüre, wie dieses Licht dein ganzes Wesen ausfüllt, bis hinunter zu deinen Zehen. Entspanne dich und lass los, wenn du ausatmest. Und wenn du einatmest, konzentriere dich auf das Licht der Liebe und sieh, wie es dieses Mal in dein Herz hineinfließt, wie das Licht der Liebe dein ganzes Herz ausfüllt. Spüre, wie es sich in deiner Brust ausdehnt und deinen ganzen Körper mit seiner Wärme erfüllt. Nun lass dieses Licht in deine Zellen hineinfließen. Das Licht wird deine Zellen reinigen und erneuern. Nimm dir für diesen Prozess ein wenig Zeit, denn die Liebe sucht sich ihren Weg durch deine Zellen. Dehnt sie aus und heilt, wo geheilt werden kann. Die Kommunikation unter deinen Zellen wird neu ausgerichtet und ausgedehnt. Dein Körper ist jetzt mit neuer Energie und Kraft erfüllt. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, damit du gestärkt in die Zukunft gehen kannst. Lass nun Vergebung durch die Zellen deines Körpers fließen. Möge das Licht der Liebe immer auf dich scheinen und deine Schritte leiten.
Nun lass dieses Licht der Liebe von deinem Herzen aus zum Rest der Menschheit fließen. Sieh, wie es deinen Planeten umgibt und ihn mit Liebe erfüllt. Sieh, wie sich alle Wesen auf der Erde in dem Glanz des Lichtes sonnen, seine Wärme und Liebe spüren. Sieh, wie es jeden auf seine eigene Art und Weise berührt. Und nun lass dieses Licht der Liebe in dich zurückfließen, damit du ein Gefäß für seinen Ausdruck in dieser Welt sein kannst. Mögest du ein Leuchtfeuer des Lichtes sein, das die Liebe des einen Schöpfers ausstrahlt in allem, was du tust und sagst. So sei es. Und dann komme in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder, in dein Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Ich danke dem Schöpfer für diese große Liebe und für das Gute, was uns jetzt gerade widerfahren ist. Und wenn du mehr von diesen wundervollen Botschaften erhalten möchtest, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren und mir ein Like schenken. Du darfst auch dieses Video teilen, damit noch mehr Menschen spüren, was alles möglich ist, damit noch mehr Menschen geholfen werden kann. Ich umarme dich voller Liebe. Bis zum nächsten Mal.